Tag der Wahrheit für den Spiegel-Chefredakteur und eine Aufklärerin. Der Bericht der Kommission im Konferenzsaal des Spiegel. Anspannung. Ich möchte Sie gerne bitten, vor allem die schreibenden Kollegen, bitten darum, dass Sie uns Zitate, die Sie aus diesem Pressegespräch mitnehmen, noch einmal heute Nachmittag, wenn Sie sie sofort verwenden wollen, zuschicken. Warum? Weil wir hier heute ein sehr sensibles Thema befassen und wir einfach sicherstellen wollen, dass die gesprochenen Worte auch entsprechend korrekt wiedergegeben werden. Steffen Klusmann zeigt sich zerknirscht. Zwar habe laut Bericht niemand von den Fälschungen gewusst oder sie gar gedeckt, aber... Wir haben uns von Relotius einwickeln lassen und in einem Ausmaß Fehler gemacht, das gemessen an den Maßstäben dieses Hauses unwürdig ist. Hinzu kommt, wir sind, als die Zweifel des Kollegen Moreno aufkamen, viel zu langsam in die Gänge gekommen. Im Abschlussbericht der Satz eines Vorgesetzten an Juan Moreno. Juan, ich möchte einmal festhalten, worum es hier geht. Entweder richtest du gerade einen Kollegen hin oder du richtest dich selber hin. Wenn Sie mich fragen, was hat mich schockiert, dann eigentlich nur der Umgang mit Moreno. Also da war ich schon, habe ich manchmal so geschluckt, als wir das so recherchiert haben und ich gedacht habe, warum ist das eigentlich so, dass einem Mitarbeiter, der ja nun auch schon seit 7 Jahren beim Spiegel ist, so wenig Glauben geschenkt wurde? Tja, ehrlich gesagt, ich fürchte, das ist nicht zu erklären. Die Erklärung steckt darin, dass man ein Urvertrauen in den Kollegen hatte, weil er einfach wahnsinnig nett und umgänglich im Umgang war. Ein echter Teamplayer. Und dass man sich das nicht hat vorstellen können und deswegen vielleicht auch nicht hat vorstellen wollen. Juristisch wolle der Verlag aber nicht gegen Relotius, den ehemaligen Mitarbeiter, vorgehen, aus Fürsorgepflicht. Unglauben beim Pressegespräch. Hat vielleicht nicht auch eine Rolle gespielt, dass Relotius natürlich genau das bedient hat, inhaltlich, wofür im Vielen der Spiegel auch steht. Also das hat sicherlich geholfen, Vertrauen zu schaffen zwischen ihm und seinen Chefs, glaube ich schon. Zieht man daraus auch irgendwelche Konsequenzen genauer? Naja, klar, es gibt jetzt eigentlich nichts, was wir nicht in Frage stellen, ehrlich gesagt. Und gibt es personelle Konsequenzen? Also zu personellen Konsequenzen würde ich hier ungern reden wollen. Das ist was man mit Kollegen im Aber Zweifel... Aber willst du eben oder ja nicht? Zurzeit können wir darüber nichts sagen. Zwei Relotius-Förderer aus dem Gesellschaftsressort mussten zumindest auf Leitungsfunktionen verzichten. Ohnehin, das Ressort Teil des Problems. Das Gesellschaftsressort hat im Haus den Ruf, sich abzuschotten. Genau da sieht Kommissionsmitglied Brigitte Ferle eine Schwachstelle. Ich glaube, im Rahmen von dieser Anforderung, dass es immer was Besonderes sein sollte, hat Relotius eben die Möglichkeit gehabt zu fälschen, weil dieses Besondere auch von seinen Ressortleitern, von seinen Kollegen immer erwartet wurde. Also das außergewöhnliche Geschichte, die außergewöhnlichen Protagonisten, das ist das, was im Grunde Standard ist in diesem Ressort. Und das kann man natürlich besser leisten, wenn man sich nicht so sehr um die Fakten kümmert. Das heißt ja auch im Bericht, das Stichwort Fehlerkultur hier im Haus hätte auch eine Art Nährboden bereitet für diesen Fall. Wie wollen Sie das ändern? Üben. Fehlerkultur üben. Einfach zugeben, wenn man was falsch gemacht hat und nicht versuchen, es unter den Teppich zu kehren. Es gibt ja in den Statuten des Spiegel von Rudolf Augstein steht, glaube ich, sogar der Satz, dass der Spiegel keine Fehler macht. Spiegel macht natürlich auch Fehler. Im Idealfall macht er möglichst wenige, aber das ist etwas, was man sich antrainieren muss und vor allen Dingen der Umgang mit Fehlern. Wenn man sie gemacht hat, damit so umzugehen, dass die Leute das Gefühl haben, die sind einsichtig. Die Kommission macht knapp 40 Veränderungsvorschläge. Dazu gehört die Dokumentation der Recherche mit Fotos und Mitschnitten. Klusmann wartet noch interne Arbeitsgruppen ab, bleibt bei vielem vage. Nur eine Ombudsstelle für interne Whistleblower sichert er zu. Und dann wird es eben an der einen oder anderen Stelle Dinge geben, die wir unseren Leuten früher nicht abverlangt haben, weil es gab halt so ein Urvertrauen. Dieses Urvertrauen ist seit Relotius wahrscheinlich nicht nur bei uns, sondern auch woanders ein Stück weit kaputt gegangen. Das heißt, die Kollegen müssen proaktiv
mehr nachweisen, dass sie den getroffen haben, dass sie dort waren mit Hilfe von Geodaten, sodass wir sicher gehen können, dass da nichts faul ist. Beim Spiegel gibt es eine Zeit vor Relotius und eine danach. Sie wird wohl ziemlich unbequem.